Nach dem Grünkohl Führung durch die Sternwarte. John Glenn zu Besuch 1966. Er hat als erster Amerikaner die Erde umkreist. In Bochum ist er begeistert von der Technik und von den Satellitenaufnahmen der Erde, die hier empfangen werden. Er hatte eine Vortragstournee in verschiedenen europäischen Großstädten. Und als er unsere Bilder gesehen hatte, da hat er geguckt, in seinem Gepäck fand er nicht so schöne Aufnahmen. Und wir haben ihm die aktuellen Wetterbilder in unserer Qualität mitgegeben. Die hat er dann später noch in anderen Ländern, in Norwegen zum Beispiel und in Dänemark gezeigt. Und wir kriegten dann Anfragen, sie hätten gerne solche Bilder, John Glenn hätte sie ihnen gezeigt. Und so ist er zum Handlungsreisen für die Sternwarte Bochum geworden. Das Bochum Observatory wird international zum Begriff. Doch das weckt den Neid der etablierten Wissenschaftler und macht Direktor Kaminski zur Zielscheibe. Er ist schließlich nicht vom Fach. Ihm fehlt der akademische Stallgeruch. Selbst ehemalige Förderer distanzieren sich, sprechen von Anmaßung, Dilettantismus, Scharlatanerie. Und hier kam jetzt diese Schachtel, die nicht mehr ausgebessert werden konnte. Die Wissenschaft mit der Praktik, der Wissenschaftler, der Professor, mit dem Praktiker, Herr Kaminski, der da noch kein Professor war, der kein Abitur hatte und als mit seiner Persönlichkeit bewies, dass man nicht unbedingt im Leben ein Abitur haben muss, wenn man etwas leisten will. Oft sind ja sogenannte Amateure besser als die Fachleute, weil die Fachleute, die sagen dann schon mal, was alles nicht möglich ist und das ist dann eben doch möglich. Also das merkt man dann in der Uni bei der Forschung auch. Also deswegen braucht eine Uni, braucht die Studenten, weil die sind noch nicht so fachmäßig vorgeprägt, dass sie nicht neue Wege gehen können. Kaminski hatte diesen ausgesprochen technischen Willen, das ausgesprochen technische Verständnis und die Begeisterung. Und das hat angesteckt. Als Anfang der 60er Jahre in Bochum die erste Universität im Ruhrgebiet eröffnet wird und auch Arbeiterkinder die Chance für ein Studium bekommen, da scheint es ganz natürlich, dass Sternwarte und Uni zusammenarbeiten. Schließlich gibt es hier ein astronomisches Institut. Doch Stadt und Universität bemühen sich jahrelang vergeblich. Das will ich aber jetzt nicht sagen, dass das nur Schuld an der Universität lag. Er, Kaminski, wusste aber, dass er in der Bevölkerung hier den Rückhalt hatte. Und das wusste er oder wollte er auch gerne ausnutzen, um hier, sagen wir mal, zu dominieren. Das muss man einfach mal so sagen. Kaminski hat immer gesagt, ich bin kein Wasserträger für andere, sondern meine Daten, die publiziere ich. Also Kaminski war schon ein Phänomen, ein nicht leichtes Phänomen. Nicht? Hinter den Bochumer Kulissen knirscht es gewaltig. Doch am Ende bleiben Kaminski und seine Sternwarte unabhängig, getragen von der Weltraumbegeisterung Ende der 60er Jahre. Aus den USA kommt Raumschiff Enterprise. Und in Deutschland startet die Raumpatrouille mit Wolfgang Völz und Dietmar Schönherr. Um meine Behauptung zu erhärten, dass eine Landung auf Rhea möglich ist, setze ich in wenigen Augenblicken auf Rhea auf. Fertig machen zur Landung. Astronauten, Roboter, Mondfahrzeuge. Die Spielzeughersteller liefern, was gefragt wird. Jungen träumen nicht mehr davon, Lokführer zu werden oder Feuerwehrmann, sondern Weltraumfahrer. Befeuert werden die Kinderträume vom Wettlauf ins All. Lange Zeit liegen die Sowjets vorn. Doch 1968 startet Apollo 8 und bringt zum ersten Mal Menschen zum Mond. Happy birthday, Mother. Sie werden dort nicht landen, noch nicht. Aber noch nie haben sich Menschen so weit in den Weltraum vorgewagt. Diese Reise zum Und im Apollo-Fernsehstudio erklärt Heinz Kaminski den Zuschauern und dem Journalisten Dieter Kronzucker, wie das funktionieren kann, so ein Mondflug. Warum hat man nun gerade diese Mondphase gewählt, wo ja der Mond nicht von beiden Seiten beleuchtet ist? Das mag sicherlich den einen Grund noch haben, dass die Astronauten die einmalige oder erstmalige Gelegenheit bekommen,
den Mond illuminiert, beleuchtet von der Rückseite zu sehen. Es werden also die ersten Menschen sein, die nicht nur den Mond umrunden, sondern die zugleich auch die Rückseite des Mondes visuell wahrnehmen. Und sie sind die Ersten, die ihren Heimatplaneten über dem Mond aufgehen sehen und davon Bilder live zur Erde funken. Nur wenige Antennen auf der Welt sind groß genug, um die schwachen Signale vom Mond direkt zu empfangen und aufzubereiten. Das Bochumer Radom ist eine davon. Obwohl es nicht direkt in das Mondlandeprogramm der NASA eingebunden ist, darf Bochum mithorchen und mitbeobachten, was die Apollo-Besatzungen zur Erde senden. Mir ist hinterher, nachdem ich in Houston war, in Cape Canaveral war, nachdem ich mit Jesko von Puttkammer bei der NASA viele Gespräche geführt habe, erstmal bewusst geworden, welchen Stellenwert Bochum in diesem Spiel hatte und welche Auswirkungen das für die Stadt, für das Image der Stadt, für das Ansehen der Stadt, für die Region hatte. Das war mehr, als man erwarten konnte, wenn man durch diese Waldlichtung in Bochum-Sundern kam und vor dem Radom stand. Auch die Mondlandung 1969 verfolgt die Bochumer Sternwarte live. Und so wird Bochum zum Kronzeugen, der belegen kann, dass der berühmte Satz von Neil Armstrong tatsächlich vom Mond kam. Also ich kann Ihnen versichern, es hat Apollo 11 gegeben. Denn wir waren ja unmittelbar daran beteiligt. Wir haben die Signale ja direkt vom Mond empfangen und haben nicht nur die Antenne auf den Mond ausrichten müssen, sondern auch auf diese Landefähre, wo die gelandet sind. Die sind ja nicht mitten auf dem Mond gelandet. Und wenn wir die Antenne nur um ein paar Zehntel Grad weggedreht hätten, hätten wir das Signal verloren. Nach der Mondlandung klingt das Interesse an der Weltraumfahrt rasch ab. Auch die Sternwarte rückt aus dem Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Heinz Kaminski wird Anfang der 70er zum Professor ehrenhalber ernannt und erhält Lehraufträge für Weltraumkunde an der Gesamthochschule Essen. Nach all den Querelen eine Genugtuung für den Autodidakten. Und dann habe ich ihn angerufen und habe ihm gratuliert an dem Tag aus dem Studio Dortmund. Und dann habe ich gesagt, Herr Kaminski, wie ist denn das jetzt? Muss ich denn jetzt zu Ihnen immer Herr Professor sagen? Und er antwortet, das fand ich dann auch so typisch. Nein, sagt er, natürlich nicht, wenn es nach mir geht. Aber die Welt will es so. 2002 stirbt Heinz Kaminski. Demnächst soll von seiner Sternwarte aus ein Amateursatellit gesteuert werden und 2011 den Mars besuchen. Wie oft dreht sich die Erde um sich selbst? Wie lange dauert das? Und im Labor der kleinen Forscher entdecken Grundschüler die wunderbare Sternenwelt. Sie folgen dem Vermächtnis Heinz Kaminskis. Schau zu den Sternen, aber vergiss die Erde nicht.